Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in einer der letzten Predigten eine interessante Stelle zitiert und habe dann auch eine Anfrage erhalten, wie diese Stelle zu verstehen ist. Und ich möchte heute in dieser Predigt darauf näher eingehen, weil dies wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, das wir alle verstehen sollten. Bevor ich dies aber tue, möchte ich kurz ein paar Worte in eigener Sache sagen. Zunächst einmal haben wir eine Broschüre über den 10. verfasst, der auf unserer Webseite auf postenstehen.de zu erhalten ist. Und dann haben wir eine Reise geplant, meine Frau und ich, wiederum nach Deutschland. Und wir werden zum Posaunenfest und zum Versöhnungstag und auch während des dazwischenliegenden wöchentlichen Sabbats in Deutschland sein und wiederum in der Nähe von Speyer. Und einige von Ihnen haben mir bereits geschrieben und gesagt, sie würden also gerne wieder uns treffen. Und ich möchte dies also jetzt ein wenig erweitern, dass das Posaunenfest ist ja am 17. September, dann haben wir den wöchentlichen Sabbat am 22. September und so dann den Versöhnungstag am 26. September. Und danach werden meine Frau und ich und die Mitglieder der Kirche nach North Wales reisen, um dort das Laubhüttenfest vom Sonntag, dem 30. September bis zum 8. Oktober zu halten, mit den Geschwistern von England und anderen. Ich sage Ihnen das jetzt nur, um die Einladung Ihnen gegenüber auszusprechen, dass wenn Sie nach Speyer kommen möchten, Sie uns das bitte mitteilen. Wir werden wieder Hotelräume mieten, aber dass wir dann eine gewisse Ahnung haben, wie viele dann gegenwärtig sein werden. Und jetzt möchte ich auf diese Stelle eingehen, die ich in der letzten Predigt, glaube ich, zitiert habe, und zwar im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief im 11. Kapitel und in den Versen 24 bis 26. Und die wollen wir uns noch einmal anschauen. Hebräer Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Da heißt es: Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben oder den vorübergehenden Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Und die Frage wurde jetzt gestellt, ja, wieso konnte denn Mose die Schmach Christi für größeren Reichtum erachten als die Schätze Ägyptens? Wusste Mose überhaupt etwas von Christus? War ihm bekannt, dass Christus die Gottpersönlichkeit war, die dann auf die Erde kommen würde, um als Mensch hier zu leben, zu leiden und zu sterben? Und wir wollen uns heute diese Frage einmal ansehen, aber nicht nur im Hinblick auf Mose, sondern auch im Hinblick auf die anderen Propheten des Alten Testamentes, die Schreiber des Alten Testamentes, die Gerechten, die im Alten Testament erwähnt werden. Zunächst einmal die Frage gestellt, was ist überhaupt ein Christ? Wenn Sie diese Frage hören, wie würden Sie sie beantworten? Würden Sie sagen, ja, ein Christ ist jemand, der an Christus glaubt? Nun, das ist sicherlich notwendig, aber es wäre keineswegs ausreichend. Die Bibel definiert einen Christen wie folgt, und zwar schauen wir uns dies einmal im Römerbrief an. Römer Kapitel 8. Und in Vers 9, Römer Kapitel 8 und Vers 9. Ihr aber, und Paulus spricht hier die Christen an, die Christen zu Rom, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der gehört ihm nicht an. Der ist kein Christ. Also um ein Christ zu sein, muss man Christi Geist in sich wohnen haben. Und dann fährt er fort zu sagen in Vers 11, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, und schauen Sie, hier geht es um den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, die sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausströmt. Und diese Kraft kann und muss in uns wohnen, sowohl der Geist des Vaters als auch der Geist des Sohnes, wenn wir Christen sein wollen. Und so sagt er hier, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also wie Gott der Vater, Jesus Christus, durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt hat, so wird er auch uns, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, von den Toten auferwecken. Aber diese Stelle sagt auch, und zwar zum Zeitpunkt der Wiederkehr Christi, aber diese Stelle sagt auch, dass er es nicht tun wird, wenn der Heilige Geist nicht in uns wohnt. So sehen wir also, dass der Geist des Vaters und der Geist Christi in uns wohnen muss, wenn wir ein Christ sein wollen. In Apostelgeschichte 4 und in Vers 12 wird nun in der Tat gesagt, dass wir kein Christ sein können, wenn wir noch nicht einmal an Christus glauben. Wenn wir nicht daran glauben, dass er auf diese Erde kam als ein Mensch, um für uns zu leiden, um für uns zu sterben, sodass wir Vergebung der Sünde erhalten können. Wir lesen Apostelgeschichte 4 und in Vers 12. In keinem anderen, sagt Petrus hier, ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir wollen oder sollen selig werden, durch den wir gerettet werden können. Ich weiß, es gibt viele, die behaupten, dass man nur an irgendetwas glauben braucht, an irgendeinen Gott, und das würde schon ausreichen, um das Heil zu erlangen, um das ewige Leben zu erlangen, um auferweckt zu werden von den Toten, um ins Reich Gottes einzugehen. Aber die Bibel sagt uns dies keineswegs. Die Bibel sagt uns, dass Gottes Geist, Christi Geist, in uns wohnen muss, zum Zeitpunkt unseres Todes oder wenn wir noch leben sollten und Christus kommt zurück, in diesem Zeitpunkt. Und dass wir natürlich an Jesus Christus glauben müssen, an die Tatsache, dass nur in ihm das Heil bestehen kann. Christus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als alleine durch mich. Nun, wie sieht es dann mit den Alten des Alten Testamentes aus? Könnten wir die als Christen bezeichnen? Wussten die um Christus? Wussten die um die Tatsache, dass Jesus Christus die zweite Persönlichkeit, das zweite Mitglied der Gottfamilie, denn Gott ist ja eine Familie, dass dieser Jesus Christus zu Fleisch werden würde, um auf diese Erde zu kommen, um für uns zu leiden und zu sterben? Nun schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 8 an. Matthäus Kapitel 8 und Vers 11. Da heißt es, aber ich sage euch, sagt Christus zu den Juden der damaligen Zeit, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Wir hatten ja in vergangenen Predigten gesehen, dass das Himmelreich und das Reich Gottes identische Begriffe sind. Also viele werden mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob im Reich Gottes sein. Aber um im Reich Gottes sein zu können, um ewiges Leben erhalten zu können, muss man nicht nur an Christus glauben, man muss den Geist Jesu Christi in sich gehabt haben. Dies bedeutet also dann, dass Abraham, Isaak und Jakob den Geist Jesu Christi in sich hatten. Und zwar auch noch im Zeitpunkt, als sie starben. In Johannes Kapitel 8 lesen wir etwas sehr Interessantes. Auch wiederum hier die Aussage Jesu Christi im Hinblick auf Abraham. Johannes Kapitel 8, die Verse 56 bis 58. Johannes Kapitel 8, die Verse 56 bis 58. Da sagt Christus, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn, und er freute sich. Und da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Und erhoben sich Steine auf, um ihn damit zu steinigen, denn sie sahen dies als eine Gotteslästerung an. Die Aussage, bin ich oder ich bin, bezieht sich auf Jahwe, auf den Herrn, den ewig Seienden, den ewig Existierenden. Und die Juden verstanden, was Christus hier sagte. Aber er sagte auch, dass er bereits schon existierte, noch bevor es überhaupt Abraham gab, und dass er mit Abraham sprach, dass Abraham ihn sah.
Er muss also bereits dann schon im Zeitpunkt des Abraham nicht nur existiert haben, sich, sondern auch Abraham gegenüber manifestiert haben. Und wir wissen ja von vorangehenden Predigten, dass dies der Fall war, denn Christus war ja kein anderer als der Hohepriester Melchisedek, der dem Abraham entgegenging und der ihn segnete. Und Abraham gab diesem Melchisedek, also Christus, den Zehnten von allem. Wir lesen auch, dass David im Reich Gottes sein wird. Nun schauen wir uns einmal an, was in Hosea Kapitel 3 geschrieben steht darüber. Hosea Kapitel 3 und in Vers 5. Hosea Kapitel 3 und Vers 5. Danach, und das bezieht sich jetzt auf die Zukunft, auf das Millennium, das noch gar nicht angebrochen ist. Danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Sie werden den König David suchen, weil nämlich der König David dann im Zeitpunkt der Wiederkehr Christi auferweckt worden ist von den Toten, Eingang gefunden hat ins Reich Gottes, ein ewiges Geistwesen, ein Mitglied der Gottfamilie geworden ist. Aber wiederum, er konnte dies nur deshalb und wird dies nur deshalb können, weil der Geist Jesu Christi in ihm wohnte. Wir lesen dies auch in Jeremia Kapitel 30. Jeremia Kapitel 30 und die Verse 8 und 9. Jeremia Kapitel 30 und die Verse 8 und 9. Es soll aber geschehen, zu dieser Zeit, spricht der Herr Zebaoth, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will. Joch bezieht sich auf Sklaverei, auf Gefangenschaft. Es wird noch eine Gefangenschaft geben für die Juden, aber auch für die Nachfahren des alten Hauses Israel, die sich heute in Ländern befinden, wie zum Beispiel in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, in Australien, Neuseeland, Teilen von Südafrika. Aber er wird dann das Joch auf dem Nacken der Gefangenen zerbrechen und ich will deine Bande zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremden dienen, sondern dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Auch hier wiederum die Auferweckung des David von den Toten im Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. So, dann lesen wir, dass Mose und Elia im Reich Gottes sein werden. Wir hatten ja die Frage gestellt, wusste Mose etwas über Jesus Christus? Hat Mose über Jesus Christus geschrieben? Und kannte er die Schmach Christi, die noch kommen würde? Nun, wenn sie im Reich Gottes sein werden, Mose als auch Elia, dann muss natürlich auch wiederum der Geist Jesu Christi in ihnen gewesen sein. Sie mussten natürlich von daher auch um die Person Jesu Christi wissen. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 16 über diese erstaunliche Vision, die Jesus vier seiner Jünger zeigte. Eine Vision, die sich auf das künftige Reich Gottes beziehen würde. In Matthäus Kapitel 16 lesen wir Vers 28. Da sagt er: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, also die würden nicht sterben, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Es geht also um eine zukünftige Vision, die zeigen würde, wie es aussehen würde, wenn Jesus Christus in seinem Reich sein würde, wenn das Reich Gottes hier auf Erden etabliert werden würde. Kapitel 17, Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen, es war eine Vision, Mose und Elia, und die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein, willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und er sagte ihnen, dass sie diese Erscheinung nicht weitergeben sollten, bis Jesus Christus gestorben sein würde. In Parallelstellen wird auch gesagt, dass Mose
und Elia und Jesus verklärt waren in dieser Vision. Die waren als verherrlichte Geistwesen dargestellt, die sich aber dann natürlich dem menschlichen Auge manifestierten. Es geht hier darum, dass sie im Reich Gottes sein würden. Und Christus hat dies in einer Vision deutlich gemacht. Mit anderen Worten, sowohl Mose als auch Elia mussten also damals schon an Jesus Christus glauben und mussten den Heiligen Geist, auch den Heiligen Geist Jesu Christi, in sich haben. Und dann lesen wir, dass Mose über Christus schrieb. Also wenn Mose über Christus schrieb, dann musste er auch wissen, dass es Christus gab und geben würde. Mit anderen Worten, dass er als ein unsterbliches Geistwesen existierte und dass er in der Tat zu einem Menschen werden würde, um für ihn sterben zu können. In Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5 und die Verse 46 und 47. Johannes Kapitel 5 und die Verse 46 und 47. Die Juden stritten mit ihm, die wollten nicht akzeptieren, was Christus ihnen sagte. Und Christus erwidert jetzt wie folgt: Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also den Aussagen Jesu Christi gemäß hat Mose über Jesus Christus geschrieben. Schauen wir uns einmal einige dieser Stellen an, wo Mose über Christus sprach und schrieb. Kehren wir zu 5. Mose 18 zurück. 5. Mose 18. Und lesen wir Vers 15. 5. Mose 18 und Vers 15. Hier sagt Mose Folgendes zu den Israeliten: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Wer ist mit diesem Propheten gemeint? Vers 18. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, sagt Gott jetzt zu Mose, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Nun, Gott der Vater gebot Jesus Christus natürlich, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Christus sagte selbst, das sind nicht meine Worte, es sind die Worte des Vaters. Und ich rede nur das, was der Vater mir gesagt hat. Sollte es sich hierbei tatsächlich um Jesus Christus handeln, um diesen Propheten, den Mose hier prophezeite, dass er kommen würde? In 5. Mose 34 lesen wir etwas Bedeutsames über Mose. 5. Mose 34, die Verse 10 bis 12. Und es stand hinfort, nach dem Tod Mose, kein Prophet in Israel auf, wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Also wir sehen hier, und andere Stellen zeigen uns dies ja auch, dass Mose mit Gott sprach, dass Gott sich Mose gegenüber manifestierte. Wie kann man dies begreifen im Hinblick auf einige Stellen, die wir nachher noch lesen werden? Und so heißt es jetzt, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in Ägyptenland am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem ganzen Lande und mit all der mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose verbrachte vor den Augen von ganz Israel. Es sollte ein Prophet wie Mose hervorgehen aus seinen Brüdern und er sollte auch diese Kraft haben, diese Wunder zu bewirken. Und Ägyptenland, nebenbei gesagt, wird ja auch im Neuen Testament als das geistliche Israel angesehen. Wie Ägypten abgefallen war von Gott, so würde auch das Israel des Neuen Testamentes abgefallen sein von Gott. Und die Offenbarung sagt uns dies auch deutlich. Nun schauen wir uns einmal an, was das Neue Testament uns über Christus sagt. In Lukas Kapitel 7, Lukas Kapitel 7, und lesen wir hier einmal Vers 16. Lukas Kapitel 7 und Vers 16. Das wird hier gesagt, nachdem Christus jemanden, der gestorben war, von den Toten auferweckte. Aber hier in diesem Falle zu physischem Leben, zu einer physischen Existenz. Es geht um diesen Jüngling zu Nain. Und als dieser Tote
auferstand, auferweckt wurde. In Vers 15 lesen wir, der Tote richtete sich auf und fing an zu reden und Jesus gab ihn seiner Mutter. Da heißt es in Vers 16, und Furcht ergriff sie alle und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Sie erkannten in Christus einen großen Propheten, aber war es der Prophet, den Mose prophezeit hatte? Nun, in Johannes Kapitel 6 lesen wir mehr über die Person von Jesu Christi und wie er gesehen wurde. Johannes Kapitel 6 und Vers 14. Johannes Kapitel 6 und Vers 14. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, er hatte gerade 5000 ernährt, die Speisung der 5000 war vorangegangen, als sie also das Zeichen sahen, das Jesus tat, da sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, da entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein, denn es war noch nicht die Zeit, wenn Christus die Königsherrschaft über die Erde antreten würde. Sie sagten, es ist der Prophet, von dem Mose gesprochen hatte. Und deshalb wollten sie ihn zum König machen, zum König über Israel. Aber war es der Prophet, von dem Mose gesprochen hatte? In Kapitel 7 lesen wir Vers 40. Johannes Kapitel 7 und Vers 40. Einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, und er sprach hier von der Gabe des Heiligen Geistes, die kommen würde, nachdem er auferweckt werden würde, nachdem er verherrlicht werden würde. Interessant ist, wie hier das in Vers 39 formuliert ist. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Schauen Sie, auch hier wiederum geht es darum, dass man an Christus glauben muss, um den Heiligen Geist erhalten zu können. Aber der theoretische Glaube ist natürlich nicht genug. Man muss auch ihm gehorchen. Aber es heißt hier, der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Schauen Sie, zu dem damaligen Zeitpunkt wohnte der Geist des Vaters in Jesus Christus. Aber mit der Verherrlichung Jesu Christi war es jetzt auch dann möglich geworden, den Geist Jesu Christi und den Geist des Vaters den Menschen zu geben. Aber als er das gesagt hatte, da heißt es hier in Vers 40, einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, die sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Also auch hier wiederum, meinten sie, Jesus Christus war der Prophet, der in die Welt kommen soll, der Prophet, von dem Mose gesprochen und geschrieben hatte. Lesen wir Kapitel 1 im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 1 und in Vers 45. Johannes Kapitel 1 und Vers 45. Hier finden wir einer oder einen der Jünger, die Jesus berief. Der Philippus, der findet nun den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Also hier wird gesagt, dass Mose über jemanden geschrieben hat, der kommen würde. Und es heißt hier, dass Philippus sagte, wir haben den gefunden, den Propheten. Nun zunächst einmal der Nathanael, der akzeptiert das nicht sofort. Das heißt hier dann in Vers 46, Nathanael spricht zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Und Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Und Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Und es wird ja nicht mehr darüber gesagt, was dieser Nathanael da unter diesem Feigenbaum getan hat. Aber scheinbar war es so überwältigend, diese Erkenntnis, dass Christus das wusste, dass Nathanael antwortet in Vers 49, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Er hätte auch sagen können, du bist der Prophet. Denn alles diese Begriffe bedeuten die gleiche Identifikation dieses, der kommen sollte, der Prophet,
der König von Israel, der Sohn Davids, der Sohn Gottes. Also hier wiederum wird gesagt, dass der Nathanael und auch Philippus den Jesus Christus als den Propheten ansahen. Aber war er es auch? Nun, in Lukas Kapitel 24. Lukas Kapitel 24. Und lesen wir Vers 19. Und er sprach zu ihnen, das sind also diese beiden Emmaus-Jünger, die hier sich auf der Straße nach Emmaus befinden, und Christus nach seiner Auferstehung, nach seiner Verherrlichung, erscheint jetzt hier diesen Emmaus-Jüngern als ein Mensch. Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, da sprachen sie nämlich drüber, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Wir aber hofften in Vers 21, es sei der, der Israel erlösen werde. Also sie erkannten ihn als zumindest einen mächtigen Propheten an. Sie sagen hier nicht, es war der Prophet, denn der Prophet wäre ja ihrer Ansicht nach derjenige gewesen, der Israel erlösen würde. Nur das Problem war, die hatten den Zeitpunkt nicht richtig verstanden. Die hatten nicht richtig verstanden, dass Christus zunächst einmal sterben musste, dann in den Himmel eingehen musste und dann nach ungefähr 2000 Jahren zurückkommen würde, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten, um Israel und das gesamte Volk der Menschen zu erlösen. Apostelgeschichte 3 sagt uns deutlich, dass Jesus Christus der Prophet war, von dem Mose geschrieben hatte. Apostelgeschichte 3, die Verse 18 bis 26. Gott aber, wiederum sagt es Petrus hier, Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Schauen Sie, Gott hatte dies bereits durch alle seine Propheten vor der Menschwerdung Jesu Christi verkündet. Und zwar im Alten Testament, inklusive Mose, dass Christus leiden sollte. Vers 19, so tut nun Buße oder bereut und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Und nun achten Sie auf Vers 22. Mose hat gesagt, und jetzt zitiert er die Stelle im fünften Buch Mose, die wir gelesen hatten, im 18. Kapitel. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an, wie viele auch danach geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt. Die Tage der Fleischwerdung Christi, die Tage seines Leidens, seines Todes und seiner Auferstehung. Ihr, Vers 25, seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt, den Propheten, von dem Mose gesprochen hatte, und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Schauen Sie, Jesus Christus ist der Prophet, der dann die Propheten gesandt hat. Jesus Christus ist auch der Apostel, der dann auch andere Apostel ausgesandt hat, das Evangelium zu verkündigen. Und so war Jesus Christus der Prophet, aber er war der Prophet, von dem Mose gesprochen hatte. Mose kannte ihn, er wusste, dass er kommen würde, um für die Menschheit zu leiden. Deswegen war die Schmach Christi für ihn von größerer Bedeutung als die vorübergehenden Schätze Ägyptens. Im ersten Korintherbrief lesen wir etwas mehr über Christus. Denken wir daran, wie Mose geschrieben hat, dass der Herr des Alten Testamentes, Jahwe, Israel aus Ägyptenland herausführte, aus der Sklaverei.
Wer war diese Gottpersönlichkeit? War dies der Vater? Oder war dies Jesus Christus, der unmittelbar mit den Menschen gehandelt und gewirkt hat? Nun, in 1. Korinther Kapitel 10 lesen wir einmal, was Paulus uns sagt, angefangen in Vers 1. 1. Korinther Kapitel 10, angefangen in Vers 1. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind, als sich das Meer spaltete. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Und alle haben dieselbe geistliche Speise gegessen. Die haben ja auch zum Beispiel Manna vom Himmel erhalten. Und alle haben denselben geistlichen Trank getrunken, als also das Wasser aus dem Felsen hervorkam. Aber Paulus bezieht sich dies jetzt auf geistliche Nahrung, nicht nur auf die physische Nahrung. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Jesus Christus war derjenige, der mit ihnen war, der sie führte, der sie leitete, der sie aus Ägypten herausführte. Er war der geistliche Fels, nicht Gott der Vater. Wir lesen Vers 3, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Nun, es ist nichts Falsches mit Essen und Trinken, es ist nichts Falsches mit Tanzen, aber das geschah im Dienste von Götzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, Vers 8, wie einige von ihnen Hurerei trieben, und an einem einzigen Tage kamen 23.000 um, Vers 9, lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten. Wen versuchten sie? Den Herrn des Alten Testamentes, Yahweh, der aber kein anderer war als Christus. Sie kannten die zweite Persönlichkeit der Gottfamilie, Gott den Vater, eigentlich gar nicht mal. Nun, Mose kannte ihn, übersehen werden. David kannte ihn, aber die meisten Israeliten kannten ihn nicht. Die verkehrten nur mit Christus, mit dem Herrn, meinten, er sei der alleinige Gott in dem Sinne, dass es keine andere Gottpersönlichkeit innerhalb der Gottfamilie gäbe. Es war Christus, der mit ihnen wirkte. Es war Christus, der seinen Geist zum Beispiel in Mose gegeben hatte. Auch in Aaron und in Miriam und in anderen. Lasst uns, Vers 9, nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten, und wurden von den Schlangen umgebracht. Und Mord auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Vers 11, und dies wiederum widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschehen uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Und dann sagt er hier in Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der mag zusehen, dass er nicht falle. Also auch hier wiederum, Christus war der Fels in der Wüste. Christus war derjenige, der versucht wurde von den Israeliten. Nun, Mose sprach von der Tatsache, dass Jesus Christus kommen würde, um für die Menschheit zu sterben, bereits schon zu Anfang seines ersten Buches. Er zitiert da Gott nach der Sünde von Adam und Eva. Und Eva wurde ja durch die Schlange verführt zur Sünde. Da lesen wir in 1. Mose Kapitel 3, und Vers 15, was für einen Fluch jetzt Gott ausspricht über die Schlange, Satan, den Teufel, und auch welche Prophezeiung er gibt über die Nachkommenschaft des Weibes. Da heißt es in Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und dem Weibe, und zwischen deinem Nachkommen, also auch natürlich dann den Dämonen, und ihrem Nachkommen, dem Nachkommen des Weibes, Eva. Der soll dir den Kopf zertreten. Also der Nachkomme, kein anderer als Jesus Christus, würde Satan den Kopf zertreten. Wir lesen an anderer Stelle im Römerbrief, dass der Satan unter unsere Füße getan werden wird von Gott in Kürze. Aber du, Satan, die Schlange, wirst ihm, diesem Nachkommen, Jesus Christus, in die Ferse stechen. Inwieweit hat nun Satan
Jesus Christus in die Ferse gestochen. Nun, wir lesen dies zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 12. Und natürlich, letztendlich hat er den Judas dazu gebracht, Christus zu verraten. Und das geschah alles natürlich im Hinblick auf den Plan Gottes. Aber Satan war beteiligt, ohne es vielleicht zu wissen, dass dies alles im Hinblick auf die Tatsache geschehen musste, wie es Gott vorherbestimmt hatte. Offenbarung Kapitel 12 aber berichtet auch noch von einer anderen Stelle, was geschah, als Christus geboren wurde. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 4, nachdem der Satan und seine Dämonen einen Krieg angezettelt hatten gegen Gott und seine Engel, aber natürlich dann bei ihrer Rebellion unterlagen, auf die Erde zurückgeworfen wurden. Wir lesen in Vers 5, und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Wir erkennen daraus, dass ungefähr ein Drittel aller von Gott erschaffenen Engel zu Dämonen wurden. Und die gibt es heute auch noch, und die leben heute auch noch hier auf dieser Erde, wie auch Satan der Teufel hier noch auf dieser Erde herrscht. Denn dies ist keineswegs Gottes Welt, es ist nach wie vor die Welt Satans des Teufels, der die ganze Welt verführt hat, bis Jesus Christus kommen wird, ihn abzulösen. Und so lesen wir hier, und der Drache, also hier wiederum ein Symbol für die Schlange, für Satan, den Teufel, der trat vor die Frau, die gebären sollte. Wir lesen hier also jetzt von dem Nachkommen des Weibes, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit all seinem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Also wir lesen hier, dass bereits damals schon Satan versuchte, durch den Herodes Christus zu töten. Und dann wird ja von diesem berühmten, berüchtigten Kindermord gesprochen. Und dann natürlich die gesamte Zeit seines Lebens wurde Christus von Satan versucht. Aber Christus überwand Satan. Aber schließlich musste er dann sterben für sie und für mich, damit wir Vergebung der Sünde erlangen könnten. Alles dies wurde bereits schon in der Stelle, die wir gerade gelesen hatten, im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel, vorausgesagt. Es war dies bereits schon prophezeit, dass dies so geschehen würde. Also auch da hat Mose bereits schon damals über Jesus Christus geschrieben. Aber er hat auch über die künftige Herrschaft Jesu Christi geschrieben, im ersten Buch Mose, Kapitel 49. Ersten Buch Mose 49 und in Vers 10. Es geht hier um Juda. Nun, wir wissen ja alle, dass Jesus aus dem Stamm Juda hervorgegangen ist. Vers 10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Der Held, Jesus Christus, der kommen wird, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Und dann werden die Völker zu ihm strömen, wie wir dies im Jesaja Kapitel 2 lesen. Die Völker werden zu Christus kommen und werden von ihm lernen wollen, werden das Gesetz lernen wollen und werden dann nicht mehr Krieg führen wollen, werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umwandeln, von kriegerischen Handlungen absehen und dann nutzbringende Handlungen begehen. Natürlich sagt die Bibel uns auch sehr viel über das Leiden Jesu Christi. Wir lesen dies zum Beispiel im Jesaja Kapitel 53, eine sehr bekannte Stelle. Auch dies ist alles prophezeit worden, dass Jesus kommen würde als ein Mensch, um für uns zu leiden und um für uns zu sterben. In Jesaja Kapitel 53 schauen wir uns diese berühmte Stelle kurz einmal näher an. Vers 1. Wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie eine Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt an Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Also er war nicht besonders schön von seiner physischen Statur her gesehen, besonders beeindruckend. Also diese ganzen Christusbilder, die es heute so gibt, die entsprechen keineswegs dem, wie Christus ausgesehen hat. Er war sogar der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und das war der Zeitpunkt, als er so schrecklich gemartert wurde, dass er so furchtbar aussah, dass man ihn gar nicht mehr ansehen wollte. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Vers 4, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet,
um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und als er gemartert ward, litt er jedoch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und dann lesen wir in Vers 10. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Eine ganz klare, eindeutige Prophezeiung im Hinblick auf Jesus Christus. Nun, interessant ist für mich immer die Frage schon gewesen, ja, wie können zum Beispiel jetzt die Juden, die nicht an Christus glauben, eine solche Stelle lesen und nicht verstehen, dass klar prophezeit ist, dass der Messias, wer immer auch der Messias sein mag, zunächst einmal als ein Mensch kommen würde, um zu leiden und zu sterben, und dann erst als der Herrscher über die Welt. Und die Kommentare, die ich gelesen habe, die jüdischen Kommentare hierüber, die machen einem also den Geist ein wenig schwirren. Denn die sagen, ja, das ist gar kein Mensch, das bezieht sich auf das Volk Israel. Absoluter Unfug. Aber schauen Sie, auch hier hat Jesaja ganz klar verstanden, unter göttlicher Inspiration hat er es niedergeschrieben, was geschehen würde. Und so die Alten im Alten Testament, die Jesu Christi Geist in sich hatten, die verstanden, dass Christus kommen würde, um für sie zu sterben. Und wie wir heute auf das Opfer Jesu Christi zurückblicken und es anerkennen als etwas, was geschehen ist, und insoweit Vergebung unserer Sünde erlangen können und letztendlich auch die Gabe des Heiligen Geistes in uns, so blickten die Alten im Alten Testament auf dieses zukünftige Ereignis vorweg und glaubten, genauso wie wir heute daran glauben, daran, dass das Opfer Jesu Christi in diesem Falle stattfinden würde. Sie blickten auf etwas in der Zukunft und glaubten daran, wir blicken auf etwas in der Vergangenheit und glauben daran. Aber alle mussten daran glauben, um Christen sein zu können. Und so können wir ohne weiteres sagen, dass Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David, Jeremia, Jesaja, Hesekiel und wie sie alle heißen, Christen waren. Im Alten Testament. Weil sie glaubten an Christus und Christi Geist war in ihnen. Und das berechtigt sie zu der Bezeichnung eines Christen. Und sie werden im Reich Gottes sein. Schauen wir uns in Matthäus Kapitel 8 an, wie diese Stelle im Jesaja-Brief auf Jesus Christus angewandt wurde. Matthäus Kapitel 8, die Verse 16 und 17. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, schauen Sie, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheit hat er getragen. Wer war also der leidende Knecht, der kommen würde? Der Prophet, der zukünftige Herrscher, kein anderer als Jesus Christus. Im Alten Testament prophezeit und vorhergesagt. Apostelgeschichte Kapitel 8. Apostelgeschichte Kapitel 8 und Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und gehe nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Gehe hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Und er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und das gilt genauso gut für uns heute, wie damals für diesen Eunuchen.
Wir können von uns aus die Bibel nicht verstehen. Zunächst einmal muss uns Gott den Sinn eröffnen. Keiner kann zu Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und umgekehrt ist es auch richtig. Aber Christus hat auch seine Prediger dazu bestimmt, uns die Wahrheit der Bibel deutlich zu machen. Und die meisten heute verstehen dies nicht und meinen, sie könnten das alles von sich selbst heraus erarbeiten. Das ist nicht der Weg Gottes. Und so lesen wir hier, der Inhalt aber der Schrift, Vers 32, die er las, war dieser. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Die Stelle, die wir eben gelesen haben, im Jesaja-Brief. Und da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Und Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm Jesus Christus. Die frohe Botschaft von Jesus Christus, die Jesus Christus brachte, die natürlich beinhaltete, dass er kommen würde, um für uns zu leiden und zu sterben. Und als Konsequenz bittet jetzt der Kämmerer den Philippus, ihn zu taufen. Und dies geschieht auch, sodass er auch den Heiligen Geist Jesu Christi in sich haben würde. Auch hier wurde dieser Philippus, oder vielmehr jetzt der Philippus dazu gebraucht, um den Kämmerer zu taufen, der dann ein Christ wurde. Also auch hier wiederum finden wir deutlich die Tatsache bestätigt, dass Jesaja die Leiden Jesu Christi vorhergesagt hat. Es gibt viele Stellen, die uns deutlich machen, dass Gott der Vater, der nun der Höchste in der Gottfamilie ist, Jesus Christus ist unter ihm, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Die Stellen sind eigentlich sehr zahlreich im Neuen Testament, aber schauen wir uns einmal kurz Kolosser Kapitel 1 an. Kolosser Kapitel 1 und Vers 16. Kolosser Kapitel 1 und Vers 16. Es geht hier um Jesus Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, wie es heißt, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Jesus Christus hat immer schon existiert, wie auch Gott der Vater immer schon existiert hat. Und es besteht alles in ihm. Wenn Sie sich nachher einige Stellen anschauen wollen, wie zum Beispiel im Hebräerbrief, im ersten Kapitel, angefangen in Vers 1, dann finden Sie deutlich bestätigt hier, dass es Jesus Christus war, durch den Gott der Vater alles erschuf. Und dass Jesus Christus durch sein gewaltiges Wort das Universum erhält. Und er wird in diesem Kapitel, wenn Sie es aufmerksam lesen, als Gott bezeichnet. Er wird als der beschrieben, der im Alten Testament der Herr war. Jahwe. Nicht Jehova, wie einige fälschlich sagen. Jahwe. Der ewig existierende Gott, der mit den Menschen verkehrte, mit Mose, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Wir lesen auch in Johannes Kapitel 1, dass im Anfang das Wort war, der Sprecher, der Logos. Und dieser Sprecher war Gott. Und er war auch bei Gott, Gott dem Vater. Und es war dieser Sprecher, der zu Fleisch wurde. Schauen wir uns einmal in Johannes 1 und Vers 14 an, was hier noch über diesen Sprecher, über diesen Logos, über Jesus Christus, das Wort Gottes gesagt wird. Johannes Kapitel 1 und Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann lesen wir auch im 1. Korintherbrief, im 8. Kapitel, dass alles durch Jesus Christus erschaffen wurde. Und Mose wusste das. Mose hat von Gott geschrieben. Er hat nicht nur von dem Vater geschrieben, sondern auch von Jesus Christus. Und deswegen sagt er auch in 1. Mose Kapitel 1 und Vers 26, indem er die Worte Gottes zitiert, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Der Vater spricht zu Christus und sagt, lasset uns Menschen machen. Wir lesen auch im 3. Kapitel vom 1. Buch Mose und in Vers 22, dass Gott sagt, jetzt ist der Mensch geworden wie unser einer, zu wissen oder besser zu entscheiden, für sich selbst zu entscheiden, was gut und was böse ist. Die Menschen haben jetzt dieses
Vorrecht für sich in Anspruch, hat nicht mehr dem gehört oder gehorcht und ist nicht mehr dem gefolgt, was Gott ihm sagte, was richtig und was falsch ist. Er meinte, er könnte jetzt selbst diese Entscheidung treffen. Und Gott hat den Menschen als ein Individuum mit freier Entscheidungsgewalt erschaffen. Er will natürlich, dass wir seinen Weg gehen, aber er zwingt uns nicht dazu. Und die meisten Menschen heute haben sich von Gott abgewandt und leben ein Leben, das nicht im Einklang steht mit dem, was Gott uns sagt. Aber jetzt zu der Tatsache, dass es der Vater war, den die Menschen noch nie gesehen haben, von dem die Menschen noch nie gehört haben, und dass es Jesus Christus war im Alten Testament, der Herr war, Jahwe, der mit den Menschen verkehrte, zu denen sprach, sich denen sichtbar machte. Lesen wir in Johannes Kapitel 1 und Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Von wem ist die Rede? Von Gott, dem Vater. Der Eingeborene, Jesus Christus, der Gott ist, denn wir hatten ja in Johannes 1 bereits schon gelesen, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Der hat uns also mehr noch an Wahrheit und Weisheit gegeben, um den Vater besser verstehen zu können, besser erkennen zu können. Aber niemand hat Gott den Vater jemals gesehen, heißt es hier. In Kapitel 5, Johannes Kapitel 5 und in Vers 37. Johannes Kapitel 5 und Vers 37. Das sind Christi eigene Worte jetzt. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Eine eindeutige Aussage. Auch im 6. Kapitel im Johannesbrief und in Vers 46 im Johannesevangelium möchte ich einmal sagen, um dieses hier von den drei Briefen des Johannes abzugrenzen. In Johannes Kapitel 6 und Vers 46. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist, Jesus Christus. Der hat den Vater gesehen. Und gleichwohl lesen wir natürlich im Alten Testament, dass sich Gott sehr oft den Menschen offenbart hat. Wir hatten ja gesehen, dass er zu Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Natürlich nicht in seiner verherrlichten Form. Aber gleichwohl hat sich sogar einmal Gott im verherrlichten Zustande dem Mose gegenüber offenbart, aber da musste sich der Mose zunächst einmal die Hand vor die Augen halten, er durfte nicht sein Gesicht sehen, er konnte nur seinen Rücken sehen, nachdem Gott an ihm vorbeigegangen war. Aber es kann nicht der Vater gewesen sein, denn wir lesen ja, dass niemand jemals die Gestalt des Vaters gesehen hat, niemals jemand die Stimme des Vaters gehört hat. Es war und muss von daher die zweite Person innerhalb der Gottfamilie gewesen sein, Jesus Christus. Natürlich hat also dann Jesus Christus sich den Menschen offenbart, vor allen Dingen den Propheten, in denen sein Geist war. Denn wussten sie, dass es der Geist Jesu Christi war, der in den Propheten war? Nun lesen wir diesen 1. Petrus Kapitel 1. Schauen Sie, der Heilige Geist, wie ich sagte, ist der Geist, der von dem Vater und dem Sohn Jesus Christus ausgeht. Und wenn Sie den Heiligen Geist haben, dann wohnen sowohl der Vater als auch der Sohn durch den Heiligen Geist in Ihnen. Und so lesen wir in 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 10 und 11. 1. Petrus, Kapitel 1 und die Verse 10 und 11. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und für was eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war, und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Also schauen Sie, die Propheten, die hatten Christi Geist. Und durch den Geist Christi in ihnen haben die bereits von dem Leiden Jesu Christi gesprochen, und aber auch von der Herrlichkeit und der Herrschaft, die danach kommen würde. Und das ist Mose damit eingeschlossen. Der hat also dann natürlich von der Schmach Christi gewusst. Der hat ja sogar darüber prophezeit. Und dem war ihm lieber als die vergänglichen Schätze von Ägyptens. Und wir lesen auch, wenn Sie zum Beispiel die Elberfelder Bibel lesen, dass das Evangelium, und es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes, dass dieses Evangelium bereits dem Abraham verkündigt worden war und den Israeliten.
Sie lesen dies im Galaterbrief, im 3. Kapitel, in Vers 8, zum Beispiel in der Elberfelder Bibel, wo von der frohen Botschaft geschrieben steht. Und wir lesen dies auch in Hebräer Kapitel 4 und Vers 2, auch hier wiederum in der Elberfelder Bibel, wo auch hier wiederum von der frohen Botschaft gesprochen ist, dass die den Israeliten verkündigt worden war. Aber es heißt, das half denen nichts. Sie haben zwar die frohe Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium gehört, aber sie waren nicht willens, ihm zu gehorchen. Und deswegen konnten sie auch nicht ins gelobte Land eingehen. Die Juden wussten, dass der Messias, der Christus, der Sohn Gottes und Davids kommen würde. Es waren ihnen die Prophezeiungen im Alten Testament bekannt. Und es gibt viele Stellen, die das zeigen. Zum Beispiel Markus Kapitel 12. Markus Kapitel 12. Die wussten also aus dem Alten Testament, dass der Messias kommen würde, dass Jesus Christus kommen würde. Weil eben das Alte Testament über ihn gesprochen hat. Markus Kapitel 12, die Verse 35 bis 37. Und Jesus fing an und sprach, als er im Tempel lehrte, wieso sagen die Schriftgelehrten, der Christus sei Davids Sohn? David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Da nennt ihn ja David selbst seinen Herrn. Woher ist er dann sein Sohn? Und die konnten natürlich darauf keine Antwort geben. Die verstanden nicht, dass es Gott, der Vater war, der zu Jesus Christus sagte, ich werde deine Feinde unter deine Schemel, unter deine Füße legen. Aber Jesus Christus würde ja als ein Mensch kommen, als ein Nachfahre des David. Und von daher würde er dann auch der menschlich gesehen Sohn des David sein. Aber die wussten, dass der Sohn Gottes kommen würde. In Markus Kapitel 14 lesen wir die Verse 61 und 62. Markus Kapitel 14, die Verse 61 und 62. Er aber schwieg still und antwortete nichts. Und da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus aber sprach, ich bin es. Also er verleugnete nicht die Tatsache, dass er der Prophet war, dass er der Sohn Gottes war, dass er Jesus Christus war, der Messias, der Heiland, der Sohn des Hochgelobten, des Allerhöchsten. Und wie gesagt, in Markus Kapitel 15 findet sich eine weitere Stelle, in Vers 2. Pilatus fragt Christus, bist du der König der Juden? Und er antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Mit anderen Worten, ja, ich bin es. Aber ich bin natürlich jetzt noch nicht gekommen, das Königreich auf Erden zu errichten. Das würde erst in 2000 Jahren geschehen. In Vers 39 sagt sogar der Hauptmann, der Christus sterben sieht, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Selbst der erkannte dies nun, als Christus starb. Schauen wir uns Johannes Kapitel 1 an und Vers 34. Johannes Kapitel 1 und Vers 34. Hier bestätigt Johannes der Täufer, dass Jesus Christus Gottes Sohn war. Wieso wussten die alle, dass jemand kommen würde und Gottes Sohn sein würde? Nun, weil sie die Schriften des Alten Testamentes kannten. Hier lesen wir, und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Schauen wir uns auch in Matthäus Kapitel 16, die Verse 16 und 17 an. Matthäus Kapitel 16, die Verse 16 und 17. Da fragt er die Jünger, wer bin ich denn? Und da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Um zu verstehen, wer und was Jesus Christus war seit aller Ewigkeit, was er wurde, als er auf diese Erde kam, und was er heute ist, und was er immer noch sein wird, auch wenn er zurückkommt auf diese Erde, alles dies muss uns von Gott, dem Vater, offenbart werden. Fleisch und Blut kann sich das nicht erarbeiten. Deswegen gibt es heute so viele Atheisten, die sich keineswegs von Gott belehren lassen wollen. Die glauben ja noch nicht einmal daran, dass es überhaupt Gott gibt. Und von daher können sie dann auch nicht den Weg zu Gott finden. Wer zu Gott kommen will, der muss zunächst einmal glauben, dass es ihn überhaupt gibt. Dass er denen, die ihn aufrichtig suchen, auch ein Belohner sein wird. Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20 und in Vers 31. Hier
schreibt uns Johannes, warum er überhaupt dieses Buch geschrieben hat, warum er das Evangelium des Johannes geschrieben hat. Diese aber sind geschrieben, diese Dinge, die Christus tat, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Christus. Christus heißt ja der Gesalbte. Jesus war sein Name. Messias, der Christus, war das, was er war. Dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott dem Vater als durch Jesus Christus. Durch den Glauben an ihn. Aber dieser Glaube kann kein toter Glaube sein. Er muss ein lebendiger Glaube sein, der sich durch Gerechtigkeit wirksam erweist. Durch unsere gerechten Taten, die manifestieren und verdeutlichen, dass wir in der Tat Christus glauben. Christus sagt ja, was nennt ihr mich, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Selbst die Dämonen wussten, wer Jesus war. Natürlich wussten sie es. Die kannten ja auch die Prophezeiung im ersten Buch Mose. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 4 und in Vers 41. Lukas Kapitel 4 und Vers 41. Von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Christus war. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, zu Beginn seiner Verkündigungstätigkeit, seiner Missionstätigkeit, wollte er noch nicht, dass die Juden das erkannten und dass vor allen Dingen, dass die Dämonen das verkündigen würden. Er musste sich manchmal sogar von denen zurückziehen, von den Juden, weil er sich zunächst einmal noch nicht zu erkennen geben wollte. Er wusste ja, in dem Augenblick, wo die das erkennen würden, dann würde auch genau das geschehen, was dann auch geschah. Dann würden sie kommen, um ihn gewaltsam zum König zu machen, und dann, enttäuscht von dem, was er tun würde, waren sie bereit, ihn zu kreuzigen. Und das gilt nicht nur für die Juden, das gilt für uns alle. Wir alle sind schuldig am Tode Jesu Christi durch unser Verhalten, durch unsere Handlungen. Aber wie sieht es dann heute aus? Zum Abschluss jetzt diese sehr fundamentale Stelle, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, im Johannesevangelium Kapitel 17. Denn es ist so, dass alles dies ja kein Selbstzweck sein darf. Wir haben dies jetzt klar erkannt, hoffe ich, heute, dass Jesus Christus bereits vor seiner Geburt als Mensch existierte, als Gott, dass er heute als Gott existiert, dass er heute als unser Hohepriester im Himmel für uns eintritt, vor Gott dem Vater, wenn wir Vergebung der Sünden benötigen. Weil wir ja nach wie vor sündigen, auch wenn Gottes Geist in uns ist. Johannes sagt uns, wenn wir meinen, wir hätten heute keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also warum das alles? Warum ist das alles geschrieben worden? Was dient es ihnen? Was hilft es ihnen? Was soll es ihnen nützen? Zum Abschluss Johannes Kapitel 17 und Vers 3. Johannes Kapitel 17 und Vers 3. Das aber ist das ewige Leben. Wenn sie ewiges Leben haben wollen, dann müssen sie dieses tun. Dass sie dich, Gott der Vater, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Bitten sie um diese Erkenntnis. Bitten sie Gott den Vater. An den sollen wir uns ja im Gebet wenden. Christus sagt ja, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Bitten sie Gott den Vater, dass er ihnen die Erkenntnis gibt, wer er ist, wer und was er ist und wer und was Jesus Christus ist. Und wenn sie diese Erkenntnis erlangen und dann auch danach handeln, dann werden sie das ewige Leben erlangen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.